Hey Leute, was geht? Heute ein Thema, was viele von euch wissen wollten, wo ich mich oft schon vorgedrückt habe, sage ich ehrlich, Motorraumreinigung. Ey, wir sind ja Profis darin, dass der Wagen von außen glänzt, von innen glänzt, die Felgen glänzen, aber da unter der Haube ist auch noch was, da muss man sich auch drum kümmern. Das checken wir jetzt mal ab. Wie ich das mache, worauf ihr achten müsst, dass nichts kaputt geht, weil, ey Leute, nicht einfach den Strahl reinhalten. Ich zeige euch, was ihr braucht, bleibt dran. Erster Schritt, die Haube auf. Nicht beachten, der ist von außen nicht ganz so sauber, weil heute geht es nämlich um die inneren Werte. Die ganzen Pollen-Scheiß, Alter, und der Regen, ja, können schlimmer aussehen eigentlich, aber was ich dabei habe, macht daraus einen richtig schönen Tiefschwarzglanz. Wirklich darauf achten, Leute, nicht in der Sonne stehen. Motor muss kalt sein, nicht vorher auf der Autobahn sein. Am besten macht ihr es wie ich an einem Sonntag, wenn ihr Wagen über Nacht stand. Fühlt mal in Ruhe, ne? Fühlt mal, wenn es wirklich heiß ist, weil wir haben hier mit dem Motor zu tun, dann wartet ein paar Stunden, kein Spaß. Wartet ab und weniger ist mehr beim Motor. Ich bin kein Freund davon, irgendwie mit dem Strahl reinzuhalten. Ich habe jetzt hier vier Sachen, braucht ihr nur, vier Sachen. Green Star und Wasser, gemischt 1:10, 1:20, je nachdem wie dreckig. Ich habe hier jetzt 1:15 drin. Das ist ein alkalischer Reiniger für die Grundreinigung mit einem Pinsel. Mehr braucht ihr erstmal nicht. Das ist eine Wasserflasche. Einfach nur Wasser drin zum Spülen gleich. Und zum Konservieren vom Motor habe ich dieses geile Produkt. Zeige ich euch alles gleich. Wir fangen mal erstmal an. Green Star Wassergemisch. So Leute, erster Anfängerfehler. Viele fangen hier an und merken dann am Ende, scheiße, da oben ist ja auch dreckig. Ne? Deswegen fangt da oben an. Je nachdem, ich würde hier einfach ganz normal auf dem Lack nur die Sichtflächen, ne? Also hier, zack. Ihr seht schon, weil es tropft nämlich runter. Und das wollt ihr nicht gleich auf die frisch gereinigten Flächen bekommen. Macht hier diese ganzen Stellen zuerst. So, diese Dämmmaterialien müsst ihr nicht sauber machen. Die werden ja nicht wirklich dreckig. Macht so diesen Sichtlackbereich überall, wo es halt offensichtlich dreckig ist. So, bis hier hin. Dreckige Scheiße hier ist seit 100 Jahren dran, Alter. Ich mache sowas nur einmal im Jahr gefühlt, deswegen macht mal partiell. Fangt erstmal übersichtlich an einer Stelle an. Also jetzt nicht irgendwie wild drauf sprühen. Ich fange mal hier an. Bisschen in den Pinsel auch rein, ne? Mit dem Green Star. Vorsichtig sein, ne? Nicht, dass der antrocknet. Wenn ihr merkt, der trocknet an, sprüht nach oder nehmt das Wasser, weil wir wollen keine Flecken. Dann nehmt ihr hier Wasser. Das ist das Wasser, einfach damit nichts antrocknet. Feuchtet es an, wo ihr gerade drüber wart, und wischt mal ab. Also wie gesagt, Leute, das Wichtigste bei der Motorreinigung ist mit der Flüssigkeit sparen. Dann geht auch nichts kaputt. Hier jetzt nicht auf dem Steuergerät drauf sprühen, nicht auf die Batterie direkt aufsprühen, sondern dann lieber auf den Pinsel und dann verteilen. Und Leute, nicht vergessen, wie immer, alles in der Beschreibung verlinkt. Denkt dran, ihr bekommt bei Waschguru 10% mit dem Code AMIR10. Schlagt zu. Ich würde auch keine Abdeckung unbedingt abmachen, ehrlich gesagt. Weil die Abdeckungen haben schon ihren Sinn. Die sollen, wie der Name sagt, abdecken und auch die Teile schützen. Ne? Deswegen hier, das ist richtig heiß. Da müsst ihr aufpassen, niemals aufmachen oder so. Einfach auf den Pinsel. Und boah Leute, das sind Stellen, die echt noch nie Liebe gesehen haben von mir, ich sag's euch. Dann wisst ihr, wie es weitergeht. Zack, zack, zack mit dem Wasser.
ich sag euch ehrlich, wir sind jetzt hier im Hobbypflegebereich. Ich bin jetzt nicht in jede Ritze rein. Ich habe nur so die großen Flächen gemacht. Jetzt darf das natürlich nicht so bleiben, weil wir haben mit der Grundreinigung die ganzen Dichtungen, das ganze Gummi ein bisschen strapaziert. Und jetzt liegt es daran, ne? Richtig konservieren, versiegeln, dass es auch nicht so schnell wieder dreckig wird. Jetzt kommt der Motorplast ins Spiel. Viele verwenden den wie einen Detailer, die sprühen den drauf, wischen den rum. Ey, das müsst ihr gar nicht, das ist so ein geiles Produkt, das könnt ihr komplett auf allen Teilen aufsprühen. Ob es Metall ist, ob es Kunststoff ist. Vorher, damit es sich schön gleichmäßig verteilt, sprühe ich nochmal alles ein bisschen mit Wasser. Also alle Bereiche so ein bisschen benetzen, ne? So ganz, ganz grob. Ihr müsst jetzt wirklich immer noch, klar, Vorsicht ist geboten, ne? Wir sind hier im Motorraum. Aber überall so ein kleines bisschen benetzen. Und wenn es dann schön benetzt ist, genau, kommt unser Motorplast ins Spiel. Den sprüht ihr einfach auf. Keine Sorge, der ist so weiß, ne? Ist nichts Schlimmes. Einfach drauf sprühen. Bis 250 Grad Motorkonservierung mit Daimler-Zulassung sogar, also besser geht's gar nicht, Leute. Auf alle Gehäuseteile, das verteilt sich von alleine, das hat so eine Kriechwirkung. Also nicht wundern, wenn der jetzt so ein dicker Film ist, versucht den jetzt auch nicht irgendwie schnell abzuwischen oder so. Also gar keine Sorge, Leute, so ist die Anwendung. Und eigentlich, das dauert jetzt schon ein paar Stunden, dann müsste aber jedes Teil wieder aussehen wie neu. So, Freunde, ein paar Stunden sind vergangen. Hier ist das Ergebnis und ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert. Also der Kunststoff vor allem sieht halt einfach aus wie neu. Ich muss dazu sagen, als kleiner Tipp, wenn ihr mal vereinzelt ein paar Flecken haben solltet, wischt halt einfach nochmal drüber, dann geht das. Aber schaut euch mal hier an, ich gehe mal in die Details. So ein Tiefenglanz, der rausgekommen ist, bis in die letzte Ecke. Und das Geile ist, du kannst halt im Zweifel einfach aufsprühen und es in Ruhe lassen so. Guck mal hier, die ganzen Dichtungen, alles mega geil geworden. Hammer. Kann ich nur empfehlen. Guck mal, wie einfach das war. Das waren jetzt eigentlich 15 Minuten und das Zeug stehen lassen und so ein geiles Ergebnis. Wieder wie neu. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.